Freunde, heute ein neues YouTube-Video von mir, also Lunke44444. Ja, und heute schauen wir uns an, wie die Hilfe Racing 2 Autos in echt aussehen. Also der Jeep ist, glaube ich, so ein älteres rotes Cabriolet. Der Motorroller schaut für mich jetzt eher aus wie eine Art Vespa oder so. Also der Bus ist echt ziemlich schwierig, weil es eigentlich kein richtiges Auto gibt, was so ähnlich ausschaut. Aber ich glaube, am ehesten ist es noch so eine Art VW-Bus. Der Super Jeep ist für mich eigentlich ziemlich eindeutig ein Jeep Wrangler. Das Motocross ist, glaube ich, so eine Art KTM-Bike. Beim Buggy ist es halt einfach ein Buggy. Der Sportwagen sieht ein bisschen aus wie ein Alfa Romeo, aber auch ein bisschen wie ein Ford Thunderbird. Mit Monster Trucks kenne ich mich nicht besonders gut aus, aber wenn ihr euch auskennt und einen coolen kennt, der so ähnlich ausschaut, dann bitte schreibt ihn in die Kommentare. Ich finde jetzt, dass der hier ganz gut passen würde. Der Super Diesel ist eigentlich eindeutig ein Ford Raptor. Dieser Panzer hier sieht ziemlich so aus wie der HCR2-Panzer. Dem Schneemobil sieht, finde ich, dieses echte Modell ziemlich ähnlich. Bei den Einrädern gibt es ja jetzt vom Design her nicht so große Unterschiede, aber ich finde, dieses hier passt trotzdem ziemlich gut zu dem in Hillclimb. Beim Rallywagen ist es besonders schwer, aber von den Lichtern her passt, glaube ich, am besten dieser Subaru. Der Rennwagen schaut dann mit dem anderen Lack eher aus wie ein Formel 1 Wagen, aber so wie er hier ist, am ersten eher noch wie ein Formel 2 Wagen. Ja, und beim Superwagen ist es ganz eindeutig ein Lamborghini Huracan. Nun, das war's doch eigentlich wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann bitte lasst ein Like da. Ja, und wenn es euch nicht so gefallen hat, dann bitte schreibt einfach in die Kommentare Verbesserungsvorschläge, Tipps und so. Jo, tschüss, Freunde!